sind unterwegs. Wir haben den Trailer hinten dran. Was genau haben wir vor? Eine Kundin rief an, ihr Auto, was wir vor 2 Jahren für sie besorgt haben, war jetzt beim TÜV und ist ein Twingo. Den hatte ich damals gekauft, habe den über den TÜV gebracht und an sie abgegeben. Und jetzt nach 2 Jahren im Hamburger Stadtverkehr hat das Fahrwerk doch schon ganz schön gelitten. Insoweit, dass eine Reparatur mit, wie soll ich es ausdrücken, wirtschaftlich zu rechtfertigen Mitteln nicht mehr zu machen sind. Es ist alle Stoßdämpfer, alle Gummilager, der Hinterachse vor allen Dingen, die müssen eingepresst werden, wenn ich mich nicht irre. Dann, der Lenkdings da, wie heißt er nochmal gleich? Ach, Spurstangenkopf, mein Gott. Das ist nicht witzig. Hat was mit der Lenkung zu tun, also bitte. Ja, der Spurstangenkopf ist auch ausgeschlagen auf der rechten Seite. In Hamburg muss man sich das so vorstellen, die Parkplatzsituation ist so übel, dass man wirklich da mit Vollgas in die Parklücke reinscheppern muss. Also wenn da ein freier Parkplatz ist, wenn da mal einer ist. Ansonsten fährt man immer im Kreis. Ja, das ist das Problem an Hamburg und an Hamburger Autos vor allen Dingen. Wir hatten schon einen mit knapp, ich glaube, 70.000 Kilometern runter und der war tot vom Fahrwerk her. Lupo war das. Ja, und jetzt habe ich rumtelefoniert, neues Auto zu besorgen, da wir beide krank waren. Danke für übrigens für die Genesungswünsche. Da wir beide krank waren, ist das nicht so wirklich sinnvoll gewesen, ein Auto zu holen, das zu reparieren, über den TÜV zu bringen und sowas in der Richtung. Deswegen haben wir eins gekauft, das gerade durch den TÜV gegangen ist. Zahnriemen ist gemacht, Ölwechsel ist gemacht, also kann das Fahrzeug jetzt quasi aufgeladen werden. Die Papiere geben wir bei ihr ab in Hamburg und nehmen das Auto mit nach Hause. Die kann er nämlich nicht stellen. Nächstes Problem in Hamburg. Man kann da keine Autos einfach so hinstellen, die keine Kennzeichen haben. Die sind ganz schnell weg. Hamburg hat ein echtes Problem mit Schrottfahrzeugen, die irgendwo abgestellt werden. Ja, deswegen sind wir jetzt unterwegs und kaufen einen neuen Twingo. Und wenn wir da sind, das sind jetzt noch 104 Kilometer, dann melde ich mich nochmal. Bis später. Ja, man merkt euch mal den Hof hier. Wir haben den Wagen gekauft. Das mit dem Merken hat folgende Bewandtnis. Jetzt echt weit gefahren, um die Kiste einzusammeln. Und wie sich gezeigt hat, ist der Wagen niemals legal durch eine Abgasuntersuchung gegangen. Die Motorkontrollleuchte ist ausgeschaltet. Hat mein Auslesegerät mir verraten. Ist nicht mehr aktiv. Das bedeutet, das ist ein Euro 4 Motor. Das ist ein Baujahr 2006. Euro 4 Motor. Mit einem Euro 4 kriegt nur mit einer funktionierenden, Motorkontrollleuchte eine Abgasuntersuchung. Ich werde mir den Wagen also mal genau angucken müssen. Der hat gerade TÜV gekriegt. Wie er das geschafft hat, keine Ahnung. Ja. Lambda-Sonde hat auch einen Fehler, die zweite. Also wie gesagt, deswegen den Hof hier deutlich merken. Wenn ihr ein Auto kauft, genau hingucken. Der hat wohl mehrere Twingos im Netz stehen. Ja. Auf sowas habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Aber die Zeit drängt. Deswegen musste der jetzt ran. Deswegen muss ich den Scheiß jetzt reparieren. Ja, haben wir gerade beim Aufladen noch gesehen. Mit den Reifen hat der TÜV gekriegt. Ich kenne mich auch regelmäßig morgens mit dem Hammer. Die vorderen sind okay.
gucken, was das für eine DOT-Nummer ist. Wahrscheinlich so alt, die haben keine. Ja, die dürfen wir auch noch wechseln. Ja, wie gesagt, im Moment ist der Fahrzeugmarkt ein bisschen schwierig. Insgesamt, naja, vorne sind ganz Jahresreifen drauf, die gehen noch. Die Kundin hat auf ihrem Twingo auch noch genügend Reifen, die neu sind. Ja. Mal gucken, was alles noch in den TÜV kriegt, ne? 3 Punkte und eine Gans auf der Binde. Für ganz blind, der Prüfer. Informierten Zuschauer, die schon mal den Norden besucht haben, muss ich nicht erklären, wo wir jetzt gerade sind. Da drüben haben wir einen Transvestiten, glaube ich. Transsexuell, Transvestit, scheißegal, keine Ahnung, ich kann nicht gendern. Ich kann es nicht erkennen, was es ist. Vielleicht ist es ja auch eine Frau. Es ist eine Frau. Ja, man weiß nie. Wir sind nämlich an der Hafenstraße St. Pauli. Ja. Hier weiß man nie so genau, wem man den Weg läuft. Das ist, dachte ich, will euch nicht, will es euch nicht vorenthalten. Ne? Wir waren gerade bei der neuen Besitzerin des Twingo, haben alles abgewickelt, dass er das Ding anmelden kann. Und wir sind jetzt hier schon über die Haufenstraße, dann über die Elbbrücken fahren wir nach Hause. Hier haben wir noch ein bisschen Hafen. Und da oben habe ich hier hat meine Frau irgendwo gewohnt, Bernhard-Nocht-Straße. Da hinten ist die Elbphilharmonie, die alle total toll finden. Die wird international wird die gefeiert. Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir hier. Ne? Die ist ziemlich berühmt, denke ich mal. Hafenstraße. Nein, wir fahren jetzt nicht nach St. Nee. Wir fahren jetzt nicht in Puff. Nein, da bleiben wir jetzt weg. Aber wir sind gleich bei den Landungsbrücken, wenn ich mich nicht irre. Kann ich euch auch noch mal eben zeigen. Nach 300 Metern links abbiegen auf Helgoländer Allee. So, hier sind die Elbbrücken. Ach ja, die. Was ich gerade gesagt habe. Wortfindungsstörung, kennt ihr ja, ne? Landungsbrücken, das war's. Links abbiegen auf Helgoländer Allee. So. Jetzt fahren wir links hoch Richtung Reeperbahn. Hier unter der Brücke ist traditionell ein Wohnlager von Obdachlosen. Die werde ich jetzt nicht filmen. Aber die haben das gut organisiert. Kriege auch Unterstützung. Elektroroller habe ich gerade gesehen. Wie ich die Dinger hasse. Die Dinger liegen hier überall. Ich bin schon dreimal drüber gefallen über so ein Mistding. So, da oben am Ende der Straße links, also an der Ampel links, wäre jetzt die Reeperbahn. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ne? Wir fahren jetzt schön nach Hause. Genau, fahrt einfach nach Hamburg und guckt euch den Scheiß selbst an. Das ist, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr das nicht macht. Ach ja, da ist der Dom noch, da hinten, ich weiß, sieht er das? Da ist das Riesenrad, ne? Das ist Scheibe, das ist direkt verdammt da. Da ist der Dom. Ja, Feldstraße. Falls ihr es in Navi eingeben wollt, Feldstraße in Hamburg, da ist der Dom. Ja, noch ein kleiner Zusatz. Ihr habt meine Zusatzscheinwerfer gesehen, die ich angebaut habe. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, beziehungsweise meine Videos, ja, wir sind ziemlich fertig. Einmal durch Hamburg und wir sind im Eimer.
Ja, ich habe einen Slot-Scheinwerfer eingebaut. Wir fahren, das ist ein regulärer Weg. Und das ist er mit Zusatzscheinwerfern. Ja, wir haben hier genügend Rehe, die ganz hinterlistigerweise ein Autokalb verformen möchten. Das ist ein Hobby von denen. Ja, die verlieren jedes Mal, aber das hat bei denen, das konnte wahrscheinlich noch nie einer weiter sagen. Ja, das sind auf jeden Fall die Zusatzscheinwerfer, die ihr gesehen habt. Ja, außerdem, wie ihr vielleicht seht, das ist eine offizielle Straße. In der Serie The Walking Dead, wenn ihr die verfolgt, ist mehr los auf der Straße. Dem Streckenverlauf anderthalb Kilometer. Da sind wenigstens mal ab und zu ein paar Zombies. Hier ist nichts. Ja, moin. Moin ist gut. Wir haben schon Nachmittag. Um 2 Uhr sind wir hier auf den Hof gerollt. Deswegen steht die Kiste auch noch auf dem Trailer. Jetzt wollte ich mal eben kurz erklären, weil vor Ort konnte ich das nicht machen. Wie ich herausgefunden habe, dass dieses Auto manipuliert ist. Ja, das ist, ich habe den Kleinen hier genommen. So. Die Motorkontrollleuchte ist angeblich an. Wenn man die Zündung anmacht, sieht man sie schon nicht. Die ist aus. So. Fehler kurz im Steuergerät, einer. Das ist schon manchmal eine grundsätzliche Sache, ne? Motorkontrollleuchte hier steht dran, an, ne? Und man sieht sie nicht. Ne? Wichtig beim Gebrauchtwagenkauf, finde ich. Ne? Man kann sich durchaus O2-Sensor, Stromkreisstörung, Gruppe 1, Sensor 2, bedeutet der Nachcut. Ne? Das, was sagt uns das? Er hat zwei Lambda-Sonden, der hat einen Euro 4 Motor. Der hat eine Lambda-Sonde vor dem Katalysator und eine nach dem Katalysator. Die nach dem Katalysator hat offensichtlich eine Macke, ergo so hat er die Abgasuntersuchung definitiv nicht bestanden. Nicht möglich. So. Ich meine, das ist jetzt, ne? Der Fehler ist Pille-Palle und ich hatte es ein bisschen eilig, ein Auto zu kriegen, für die gute Frau. Hat 145.000 Kilometer runter, Zahnriemen ist gemacht. Ich habe ihn ja auch angeguckt, der ist gemacht. Ne? Ich glaube da gar nichts. Wenn mir sowas schon auffällt, glaube ich da gar nichts mehr. Dann war doch schon, der Mensch, der dabei stand, war auch schon ein bisschen genervt. Ja, das war nicht der Besitzer, intelligenterweise. Der hatte plötzlich ganz andere Sachen zu tun. Ja. Naja, der wird auf jeden Fall noch eine ganze Zeit die Gegend unsicher machen. In Hamburg. Ach ja, irgendjemand hat in die Kommentare, ich habe den Kommentar ernsthaft gelöscht. Das geht mir auf die Nerven, wenn jemand meine Abonnenten beleidigt. Was soll denn der Blödsinn? Ich hätte Hartz-IV-Zuschauer. Ja. Ja, ich habe Hartz-IV-Zuschauer. Also ich habe zu einigen meiner Abonnenten habe ich Kontakt. Regen Kontakt über Instagram, auch teilweise über WhatsApp. Ich habe nicht den Eindruck, ohne jetzt in irgendeiner Weise Hartz-IV-Empfänger abzuwerten, dass arbeitende Familienväter jetzt Hartz-IV-Bezieher sind, weil das ist in dem Fall abwertend gemeint. Jeder kann in Hartz-IV rutschen, jetzt mal so rumgesehen, ne? Ja. Und die gute Frau, die dieses Auto gekauft hat, die jetzt das zweite Auto von uns gekauft hat, wohnt in Hamburg-Blankenese. Könnt ihr euch jetzt selber über den Weg zusammendichten, wie wir praktisch gestern von da weggefahren sind. Ja, wir haben das Auto eingesammelt, haben ihn ihr gezeigt, die Papiere übergeben zum Anmelden. Sie fährt schon einen Twingo von uns. Und jetzt sehen wir mal zu, es gibt wirklich Leute in Hamburg-Blankenese, die sind nicht dämlich. Ich habe einige Kunden da in der Ecke. Könnt ihr mal googeln, was da so ein Haus kostet. Ja. Oder eine Wohnung. Das ist
ein Stadtteil, Hamburg, Blankenese, Rissen und sowas in der Richtung. Das ist schon nicht ohne, was da so an Geldadel wohnt. Ja, ja, und auch die kaufen Autos bei mir. Ja, ganz einfach. Die rufen mich an, hier hast du 2000 Euro, als Beispiel, ne? Nochmal, als Beispiel. Ich weiß jetzt schon, dass es in den Kommentaren wieder kommt, 2000 Euro für einen Twingo. Ja, natürlich. Weil ich dafür gerade stehen muss für das Auto. So, die legen mir 2000 Euro auf den Tisch, ich brauche ein neues Auto. So, der alte Twingo von ihr hat jetzt 279.000 Kilometer runter. Fährt noch einwandfrei, kein Ding. Aber TÜV halt, ne? Hat er nicht bestanden. Und da ist einiges, Hinterachsbuchsen und so weiter und so weiter. So, und wenn man das jetzt als Reparaturauftrag bei allem Wohlwollen es wird schwierig, das finanziell darzustellen. Da sind wir dann bei ihm hier. Ungefähr. Also Hinterachsbuchsen, alle Stoßdämpfer, alle Lager der Achsen und so weiter. Ich sag ja, Hamburg schreddert Achsen. Ne? Das ist halt so. Wenn du da einen Parkplatz siehst, dann hämmerst du da rein. Sonst kommst du nicht nach Hause. Jetzt kannst du das Ding irgendwo stehen lassen, wo noch ein Platz ist und mit der S-Bahn nach Hause fahren. Würden alle Hamburger solche Autos fahren, hätten die weniger Probleme. Ja. Naja, sie ist auf jeden Fall und ihr 45 Kilo Hund sind auf jeden Fall vollkommen zufrieden mit dem Platzangebot eines Twingo. Deswegen ist sie mir so sympathisch. Ja. Aber die ganze Familie, trotz des Wohnortes, ne, die fahren Renault. Kleine Renaults. Ist für Hamburg halt sinnvoll. Kein SUV, kein Nix, kein gar nichts. Und denen wird auch nicht im Leben einfallen, irgendwas Größeres zu kaufen. Weil man es einfach nie unterbringen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall Hartz-IV-Zuschauer. Wie gesagt, jeder kann in Hartz-IV rutschen. Das ist von ihm aber abwertend gemeint. Und mag ich gar nicht, ehrlich gesagt, wenn man Leute so betitelt. Das wird beiden nicht gerecht. Den Leuten, die es nicht sind, und den Leuten, die es sind. Ja? Hartz-IV ist eine harte Sache. Ja? Das als Abwertung zu benutzen, ist schon übel, übel, übel. Ich mache ja auch Clickbait mit meinem Namen. Wie stand es da drüber? Ah ja, Clickbait mit großem Namen. Weil ja auch nur ein Mensch auf dem ganzen Planeten Michael Schumacher heißt, ne? Ja. Wird auch lieber anders heißen, heiße ich aber nicht. Ist mein Name. Ja. Ja. Und das mit den Hartz-IV-Zuschauern habe ich wirklich gefressen. Muss ich sagen. Wie gesagt, das wird keinem gerecht. Und das nervt. Dass man zwanghaft Leute abwerten muss, weil man den Sachverhalt nicht versteht. Naja. Egal. Auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen. Der Gerät sagt uns, hier ist ein Fehler. Hm. Die zweite Lambda-Sonde ist jetzt, was kostet die? Die gibt es als Bausatz. Da kann man die Kabel selber konfektionieren. Die kosten die irgendwie 40 Euro oder sowas in der Richtung. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube 40 Euro so um die Ecke. Ja. Ja, das geht. Deswegen habe ich den trotzdem gekauft. Ne? Und eine Glühlampe für die Geschichte hier. Machen wir mal die Zündung an. Zündung aus. Zündung an. So, jetzt müsste da so ein Zeichen auftauchen, wie, ich meine, bei dem ist das so ein Viereck mit so einer gezackten Linie in der Mitte, wie so ein Oszillograph. Ja, das ist die Motorkontrollleuchte bei ihm. Der hat sogar noch eine zweite und die ist auch nicht an. Also ist da irgendwo die Glühlampe rausgedreht worden. So, wenn wir jetzt hier gucken, wenn wir jetzt den Fehler rausnehmen. Zurück. Fehler kurz löschen. Ja, ich bin sicher. Zündung an, Motor aus. Kommunikationsfehler.
Geh nochmal zurück. Ach ja, ich habe die Zündung einmal kurz ausgemacht. Ja. Okay. So, jetzt sucht er sich die Protokolle durch. So, Motorkontrollleuchte, genau. Codes lesen, brauchen wir jetzt nicht, wissen wir schon. So, die Diagnoseinformation wurde gelöscht. Jetzt machen wir Folgendes. Wie gesagt, vom Motor her, mir macht das jetzt nicht so viel Angst. Ne? Wäre auch schade, wenn. Exit. Okay. Hat keine Fehlercodes. Ja. Aber wie gesagt, ohne Motorkontrollleuchte keine Abgasuntersuchung. Deswegen, das ist gefummelt. Na, mal gucken. Also wie gesagt, so ist er gesund. Das ist nur, wie gesagt, sehr eigenartig gewesen. Jetzt habe ich ein paar Mal Gas gegeben, so mal gucken, ob er noch einen Fehler geworfen hat. Ich werde das Gerät nochmal verlinken, ne? Wie gesagt, beim Gebrauchtwagenkauf, wenn solche Sachen hier auffallen, bei einem Euro 4, in Fahrzeugschein gucken, ist da Euro 4 drin und findet ihr keine Motorkontrollleuchte und der Wagen hat einen neuen TÜV, ist ja nicht regulär beim TÜV gegangen. Dann Augen auf und in die Verhandlungsposition eintreten. Ganz intensiv. Sonst zieht er euch über den Tisch. Ja. Wenn das Ding irregulären TÜV hat, macht gerne auch mal ein Foto vom TÜV-Bericht, ja, und sagt mal, ihr wolltet euch mal erkundigen, ja, wie das Auto TÜV gekriegt hat. Das Auto wird sehr billig. Oder ihr werdet vom Hof gejagt. Wenn ihr vom Hof gejagt werdet, dann lasst auch die Karre stehen. Das ist einfach so. Ne? Manchmal muss man raus da. Test der Lambda-Sonde. Mal gucken, ob er das macht. Machen nicht alle Autos. Sensor 2. Ja, das war so, unterstützt das nicht. Schade. Okay, raus damit. Übrigens beim Twingo ist das da. Beim Sicherungskasten. Und der wird folgendermaßen betreten. Dieses Ablagefach wird hier unten, ne, ist hier unten eingehakt. So. Jetzt ist es wieder ein Ablagefach, dahinter ist der Sicherungskasten, wird einfach runtergezogen im Grunde genommen. Vorsichtig, ne? Nicht abreißen, nur runterziehen. Dahinter ist die OBD-Buchse etc. Nein, so vom Zustand her, der Wagen ist fantastisch. Deswegen hat mich das jetzt nicht wahnsinnig gestört. Als grundsätzlicher Käufer, als Laie, Finger weg von so einem Auto, wenn da rumgefummelt wurde. Und irgendwelche halbgaren Erklärungen von wegen, ja, aber der Wagen ist regulär über den TÜV gegangen. Nee, ist er nicht. Nicht mit den Reifen. Der hier ist schon hochverdächtig. Und der auf der anderen Seite, den habe ich euch gleich mal schon mal gezeigt,
vor Ort. So, einseitig abgefahrene Räder, nein, definitiv nicht. Deshalb geht der Wagen auch nur zur Spureinstellung. Immerhin, ja, das ist ein Linglong. Die Reifen fliegen komplett runter. Das ist Schwachsinn. Die Kundin hat auf ihrem Twingo exakt die gleichen Felgen. Das war auch so ein Kaufkriterium. Hätte ich jetzt auch noch Reifen kaufen müssen, hätte ich die Karre stehen lassen. Ne, aber die Kundin hat, wie gesagt, die gleichen Räder. Exakt die gleichen Räder und neuwertige Allwetterreifen da drauf. Vier Stück. Deswegen war das jetzt nicht so wahnwitzig schwierig. Ne? Übrigens auch Alufelgen 155, 65, 14. Ne? Nicht allzu große Räder, aber Alufelgen. Das ist verbrauchsgünstig. Wenn man die jetzt mit der maximalen Barzahl fährt, also den 58 PS Twingo fährt man so um die 5 Liter. Und wie gesagt, der Wagen der Kundin hat jetzt 279.000 Kilometer runter mit dem 1216V 75 PS. Der schon ziemlich heftig vorwärts geht. Renault-Motoren aus der Generation kriegst du nicht kaputt. Die hier, die 58 PS auch nicht. Der Urvater dieses Motors sitzt da drüben in dem Renault 5. Ist eigentlich der gleiche Motor. Nur dass sie ihn irgendwann auf Zahnriemen blöderweise umgerüstet haben. Naja, Gebrauchtwagenkauf ist im Moment echt Glückssache. Ja. Den mache ich auch noch ein bisschen hübscher. Ölwechsel. 136.000. Das bedeutet, der kann bald wieder. Ich glaube, ich mache das lieber vorher. Kühlmittel ist klar. Ja. Vor Ort lief der Wagen auch ohne hier rein zu blubbern. Auch wichtig. Ja. Oh, warte mal. Oh Gott, diese Stange nervt, ne? Okay, was ist noch eine Schwachstelle beim Twingo? Wenn die irgendwann mal plötzlich nicht mehr laufen, ne? Wenn ihr irgendwo eingeparkt habt, Bordstein hochgefahren oder sowas in der Richtung und der springt danach nicht mehr an, der da, Crash-Sensor, ne? Der kann hier wieder ausgelöst werden, indem man hier oben drauf drückt. Hatte Ford schon damals, als sie die Dinger eingebaut haben, Fiesta über einen Kanaldeckel gefahren, zack, aus. Dann wurden die Dinger irgendwann überempfindlich und ja, das ist der Kollege, der die Spritzufuhr dann kappt im Unfall. Im Falle eines Unfalls löst der aus, macht die Spritzufuhr zu und dann war's das. Das ist eine Schwachstelle, die werden irgendwann mal sehr, sehr sensitiv und machen das Auto einfach aus. Andere Schwachstelle bei dem Auto ist logischerweise der Zahnriemen. Aber in dem Fall gemacht worden. Ja, Klimaanlage, das übliche Leiden, kann ich wieder auffüllen. Naja. Ich weiß nicht, warum man ein Auto anbietet mit Klimaanlage, die ja nicht funktioniert. Das ist ziemlich schwachsinnig. Naja. Manche Sachen muss man einfach nicht verstehen. Scheint mir ein sehr, 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 sehr großer Schwätzer zu sein. Ja, 136.000 ist das Öl gewechselt worden. 2020. So deutsche Kiste war ein Standmodell danach oder wurde überhaupt nicht gefahren. So gut wie nie. Ja. Tja, ansonsten, was haben die noch? Vorderachse haben sie. Der Vorderachskörper rostet durch. Ganz uncooles Ding. Kriegt man aber, wenn ich mich nicht irre, gestrahlt und pulverbeschichtet aus Polen. Relativ neu, also relativ gut und neu dann. Ja. Ja, insgesamt ein guter Kauf. Aber man merkt schon, dass da Autos zusammengestrickt werden, um die auf den Markt zu kriegen. Weil, wie gesagt,
Twingos sind gerade durch die Decke gegangen, vom Preis her. Vor ein paar Monaten hatte ich hier einen stehen, mit TÜV, mit allem drum und dran, schöne Ausstattung, super Zustand. Den habe ich hinterher für 200 Euro bei eBay Kleinanzeigen drin gehabt, wollte keiner haben. Jetzt bezahlst du für so ein Ding hier nicht unter 800 Euro. Ja, die Geschichte mit den, ne? Mit der Marktmanipulation. Mal wieder. Tja. Also, wie gesagt, wenn irgendwas Schrott ist, sage ich das, aber das ist ziemlich praktisch, wenn man sich einen Gebrauchtwagen kaufen möchte. Passt in jede Tasche. Also mein Gerät ist so ein bisschen größer, da hängt noch ein Laptop mit dran. Aber den nehme ich jetzt immer mit. In dem Fall war er sehr praktisch. Funkverbindung geht auch, Schlüssel. Hat was, ja. Ja, ich glaube, es ist ein kleiner Lügenbaron, der das Ding hier zusammengestrickt hat. Aber wie gesagt, kann man nichts machen im Moment. Im Moment muss man nehmen, was man kriegen kann. Wenn ich die Leute anrufen, pass mal auf, folgender Betrag ist da, besorgt mir ein Auto. Es wird langsam eng. Ja? Zumal wir auch noch bis um 2 Uhr morgens unterwegs sind mit dem ganzen Geschoss hier. Bis ins hohe Schleswig-Holstein. Das ist dann noch nach Hamburg, dann wieder zurück. Man wird nicht jünger, ne? Ja, das muss auch alles bezahlt werden, irgendwo, ne? Was ich noch gucken wollte, wie viel hat der Lendi eigentlich verbraucht? Wir haben voll getankt, bevor wir losgefahren sind. Meine Spaßtür. So. So, gefahren haben wir 274 Kilometer mit Trailer. Noch nicht mal ein Viertel raus. Das geht. Ne? Also wie gesagt, der saufende Geländewagen ist ein Mythos. Und das ganze Gespann wiegt 4 Tonnen. Ne? Ja, das war's dann erstmal von hier.
So. Ich glaube, das war es dann langsam von diesem Video. Hier sind zwei Gläser Pflaumenmus drin. Die werden gleich Richtung Solingen aufbrechen per Post. Weil jemand in den Kommentaren geschrieben hat, er hat niemanden, der Pflaumenmus macht für ihn. Ja, also, ne, den kann man ja nicht hängen lassen. Ja. Ich denke, das war's von diesem Video. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal.